Hallo zusammen, ich habe eine Zuschaueranfrage. Und zwar, kann ich mit dieser Batterie arbeiten? Ich habe ein Werkzeug, also einen Werkstattwagen und stehe immer wieder alleine und kann ich damit 220 Volt erzeugen und Werkzeug betreiben. Und das Thema war dann eher, kann ich sowas betreiben, eine Flex oder eine Trennscheibe. Die Trennscheibe hat hier 2100 Watt. Wir haben hier den Wechselrichter. Den kann ich einschalten. Ich habe die Batterie, aus der kann ich etwa 1500 Watt rausziehen. Kurzfristig, 10 Minuten. 1200 Watt dauerhaft. Aber die 2000 Watt für diesen Wechsel kann ich dauerhaft nicht rausziehen. Wenn ich jetzt hier ins App gehe, sehe ich auf der Batterie, die braucht jetzt 2,6 Ampere, das ist der Wechselrichter. Ihr habt gesehen, diese Trennschleife geht hoch bis etwa 170, 120, 130 Ampere. Wir haben es probiert, unter Last kann ich hier nicht. Da kann ich den auch verwenden. Nur, wenn ihr dann wirklich damit arbeiten wollt, wirklich immer öfters, klar, mit so einem Flex arbeite ich nicht eine Stunde, und ich will diesen Wechselrichter von 2500 Watt und diesen Trennschleifer richtig ausnützen, dann empfiehlt sich hier zwei Batterien parallel geschaltet und so zu betreiben. Ob das jetzt im Werkzeug, also im Werkstattwagen ist oder Camper braucht sowas nicht, in einer Alphütte oder sonst wo, das geht, ist eigentlich kein Thema. Eben, wenn ihr viel dann arbeiten wollt, so groß zu betreiben. Ja, das soll es gewesen sein. Mehr Fragen, was geht oder was nicht geht, fragt mich an. Hier mache ich das Video vom Parallelschalten von zwei so Batterien. Hier mache ich ein Video übers Kochen, Kochen mit Peter. Da könnt ihr warmes Wasser machen. Und wenn ihr mal zu viel warmes Wasser übrig habt, könnt ihr es einfrieren. Man kann ja nie wissen, warmes Wasser kann man nicht immer gebrauchen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.